Auto wird nicht geraucht. Zufrieden? Ja. Hingefahren? Mein Rucksack wurde geklaut. Ich renne den Typen nach und pack mich voll auf die Schnauze. Wem das Pech an den Hacken klebt? Hätte schlimmer kommen können. Hast du Hunger? Komm rauf. Die reinste Räucherhöhle hier. Ich zahle dir ein Ticket. Meine Eltern? Nee. Es gab ja schon Stress, weil ich mit dem Typen fahre. Das macht echt. Ich störe euch. Du hast. Du solltest auch erfüllen. Ja. Bla bla bla. Lass stecken, ja? Weil ich für meine Mutter das bringt. Wenn du leck. Wo habt ihr beiden eigentlich geheiratet? Damals auf Ibiza? Um dich dann zu heiraten, ist das romantisch. Die beste Sekretärin, die ich je hatte. Wenn immer ich was vergessen hatte und Termin. Hattet ihr eine weiße Kutsche? Ich will unbedingt eine, sonst ist es keine Traumhochzeit. Eure Generation ist sowas von verkitscht. Geht doch um die Liebe, nicht ums Heiraten. Stopp. Typen, die. Will ich nicht hören. Schweine. Sag mal, dein Name, Manish. Ist aus dem Kinderbuch. Und, steht er mir? Was sagt der Fachmann? Wenn nein, zieh ihn sofort aus. Nein. War ein Scherz. Steht ja super. Vielleicht ein bisschen lang, das können wir kürzen. Wenn du ihn willst, kannst du ihn haben. Echt? Danke. Habt ihr euch wegen mir gestritten? Wieso? Wir uns hier in aller Frühe rum. Gibt's was Schöneres? Ausschlafen. Wenn du eine eigene Firma hast, dann ist es. Geld. Ist das alles? Mir kommen die Tränen. Ich darf als Schwesternschülerin morgens um 6 auf der Matte stehen und den Alten den Arsch abwischen. Augen auf bei der Berufswahl. Sehr witzig. Was ich damit meine ist, die schönsten Sachen im Leben, die sind gratis. Eine Nummer von mir. Ich dachte damals, das hat Stil. Aus heutiger Sicht betrachtet, klar, das waren keine Heldentaten damals, aber Mann, das war völlig normal. Vielleicht ist sie wirklich deine Tochter. Woher soll sie sonst von dem Fuß gehen? Du bist mein Vater. Ich will doch auch. Hey! Wir haben übrigens so einen netten Hobbyfilmer hier. Ein Hobbyfilmer? Ja, so ein Spanner. Na, der filmt hier die ganze Zeit. Vorne. Hey, Wolf! Komm mal her! Wir warten hier auf dich! Traust du dich nicht, wa? Andy. Oh? Alles klar? Mhm. Was
ist ja auch nicht... Am Arsch. Böses Mädchen. Du warst großartig. Jetzt sitzt er in der Falle. Ich find's schon ein bisschen krass. Kriegst du einen moralischen? Ey, es war ganz schön hart. Die Rufus haben ihn sofort ausgenockt, ey. Mann, piss dich nicht ein wegen ihm. Er tut mir einfach nur so ein bisschen leid. Mann, der hat mit meiner Mutter dasselbe gemacht. Nur hat er sich danach nicht brav daneben gelegt. Er hat sie vergewaltigt. Sie hat sich gewehrt, weil er zu geizig war, sie restlos abzufüllen. Dieser Arsch ist mein Vater. Hey. Dafür wird er in der Hölle schmoren. Markus Schuster, was geschah in der Nacht vom 8. auf den 9. August 92 auf Ibiza? Wissen noch, was passiert ist. Hab Platten aufgelegt in meinem Nächsten. Ich dachte, du bist älter. Hab dir Komplimente gemacht. Ich hab mich hingekniet. Ich bereue es doch von mir. Was redest du denn da? Was redest du denn? Im Auto wird nicht geraucht.